«Sissi und ME» ist der erste Film von Frauke Finsterwalder seit 10 Jahren. Es geht um Freundschaft, Macht und unausgeglichene Dynamiken. Eine Begegnung mit dem Regisseur. Frauke Finsterwalder im Lindenhof in Zürich, es gibt die verführerischen Menschen, das können Männer oder Frauen sein, die alles in den Schatten stellen. Philipp von Dittfurt treffen in einer Gasse in Zürich vor einem Hotel. Frauke Finsterwalder geht ein paar Meter über das glänzende Kopfsteinpflaster zum Lindenhof. Sie stellt ihre leicht getragene schwarze Vintag-Hermes-Tasche auf die nasse Steinbank vor dem Brunnen und lehnt ihren Regenschirm dagegen. Die Sonne schaut für einen Moment durch die Wolken. Von hier oben sieht man die Limmat und das Standbild der heldenhaften Zürcherin blickt auf ihn herab. Caroline O'Jebens Herausgeberin «Society und Style». Folge sie will nur, dass ein paar Fotos gemacht werden, da redet sie lieber alleine, spaziert durch Zürich. Sie trägt ihr hellblondes Haar streng gescheitelt, das scharlachrote Ensemble leuchtet unter ihrem steigrauen Mantel und zwischen noch unbelaubten Bäumen.